Hallo, und hier haben wir abermals einen Speisepilz, denn es handelt sich hier um den Goldröhrling oder auch Lerchenröhrling genannt. Das ist ein eigentlich an und für sich relativ leicht zu erkennender Pilz. Man erkennt den an seinen etwas dunkleren Hut, an diesem Ring, der hier so wächst, und an den sehr feinen, ja, so goldgelben Poren. Allerdings kann die Huthaut oben auch etwas anders aussehen. Ich zeige euch das hier mal gerade. Wie zum Beispiel hier, da ist die eher so gelblich. Ne? Ist aber der gleiche, wie man hier sieht. Ne? Der hat nämlich auch so feine Poren. Und das ist ein Pilz, der wächst nur bei Lerchen. Also das sind, wenn man hier mal so guckt, diese Bäume hier, das sind auch Nadelbäume, die allerdings so ganz feine Nadeln haben, die gar nicht stechen. Ne? Und dieser Pilz wächst, wie gesagt, nur da. Auch ein ganz leckerer Speisepilz, was allerdings ein bisschen tricky ist, das ist die Huthaut hier oben. Die muss man dem halt vorher noch abziehen, weil die kann man nicht mitessen. Aufpassen muss man allerdings bei noch kleinen Pilzen, bei denen man die Poren hier unten drunter noch nicht erkennen kann, weil dann kann man den nämlich mit anderen Pilzen verwechseln.